Freunde und Damen, herzlich willkommen zurück bei eurem TuneFound und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Project Fredbear Reboot im Survival Mode. Wir werden uns nun weiter in der Location umschauen und versuchen nochmal eine Nacht zu überleben, denn scheinbar verändert sich der Schwierigkeitsgrad in dem Spiel, desto öfter man eine Nacht überlebt. Also angeblich ist es so, keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Wir gehen der Sache auf den Grund. Deswegen vergesst ihr wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Leute. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ihr solltet nicht vergessen, Leute, wenn ihr billige Spiele braucht, checkt auf jeden Fall mal Instant Gaming aus, denn da gibt es Spiele zu absoluten Kampfpreisen. Und wenn ihr euch da was gönnen wollt, könnt ihr natürlich über meinen Link einkaufen. Ihr könnt mich ganz einfach supporten, indem ihr vorher auf den Link drückt. Ihr bezahlt nicht mehr, aber ihr unterstützt mich. Deswegen guckt mal bei Instant Gaming rein, auf Ehrenbruderbasis, da ist bestimmt für jeden was dabei. Link ist unten in der Beschreibung. Da, ihr müsst nach unten gucken. Also nicht so, ihr müsst auch in die Beschreibung, also... Ihr wisst, was ich meine. Und wir sind jetzt zurück in der Location, Leute. Wir besorgen uns jetzt erstmal die Taschenlampe. Ich will mich jetzt gerade noch einmal kurz ausgiebig in der Location umsehen, ob wir noch irgendwas finden, weil angeblich sind hier ja noch Gegenstände versteckt, die wir bis jetzt auch noch nicht gefunden haben. Ich meine, zum einen haben wir ja den Schlüssel, den wir hier jetzt schon, ne, der spawnt ja manchmal hier beim Schreibtisch, manchmal hier drüben in den Regalen. Aber angeblich gibt es wohl noch einen zweiten Schlüssel, der wohl für die Exit-Tür ist oder so. Haben mir jedenfalls schon mehrere Leute in die Kommentare geschrieben, dass es wohl zwei Schlüssel hier gibt. Aber keine Ahnung, ich kann mich ja auch nur auf das verlassen, was ihr mir sagt. Ich selber habe ja noch gar nicht alles durchgeguckt und durchgesucht, aber deswegen schauen wir uns gerade einfach noch mal ein bisschen in der Location um und gleich machen wir uns dann daran, einfach noch mal eine Nacht hier zu überleben. Ich meine, einmal haben wir es schon geschafft, wir schaffen das auch noch ein weiteres Mal. Wir sind schließlich Profis und mittlerweile kennen wir uns hier in der Location ja ziemlich gut aus. Das sollten wir also hinkriegen. Kann man hier eigentlich die Schränke hier oder so kann man nicht öffnen? Nee, okay. Aber wir gucken gerade einfach nochmal, ob wir hier noch irgendwas finden können. Weil viele von euch sind wirklich der Meinung, ich habe ja nachgefragt, viele von euch haben auch Theorien, wo sich noch Sachen verstecken könnten. Und ich bin mir, wenn ich mir nicht sicher bin, dann mache ich auch keine Videos mehr zu einem Spiel. Aber ich glaube einfach, wir haben hier noch nicht alles gefunden, was man finden kann. Hier sind einfach noch zu viele Fragen offen. Weil vor allem, nachdem wir hier diese Tür öffnen und Golden Freddy quasi verschwindet und Shadow Freddy auftaucht, bestimmt gibt es noch irgendwas, was man machen kann, um auch Shadow Freddy wieder loszuwerden. Es kann ja nicht sein, dass die uns eine Animatronics auf dem Hals setzen, die wir nicht besiegen können. Oder vor der wir nicht abhauen können. Irgendwas können wir bestimmt machen, um auch Shadow Freddy dann wieder loszuwerden. Ich werde es rausfinden. Ich find's raus. Aber ich schätze mal, die Animatronics müssten jetzt gleich auch aktiv werden. Noch haben wir hier gar nichts gefunden. Außer ganz viel nichts. Nichts haben wir viel gefunden. Aber guck mal, hier ist auch so ein großer Warte mal. War das gerade Fredbear? Aber hier ist auch so eine große freie Ecke, wo eigentlich noch ein Spielautomat stehen könnte. Warum? Oh, oh. Fredbear sieht uns. Warum steht da kein Spielautomat, Leute? Da könnte easy einer noch platziert werden, aber haben die nicht gemacht. Warum? Und auch hier, guck mal, wie das Licht hier runter scheint auf diese Wand. Das ist so verdächtig. Safe öffnet sich hier irgendwas oder so. Keine Ahnung, das sieht alles so aus, als fehlen einfach noch Sachen. Als müssten hier noch Sachen auftauchen, wenn wir irgendwas Bestimmtes machen. Oh, guck mal, da hinten sind die Animatronics unterwegs. Ja, haut bloß ab. Oh, hi. Oh, Freddy ist schon hier. Grüß dich, moin. Wie geht's? Alles cool bei dir, Freddy? Wir verstehen uns doch, oder? Bleib bloß weg. Hau bloß ab. Und da ist Foxy, aber Foxy macht noch gar nichts. Foxys Augen leuchten zwar, aber ansonsten macht das Vieh erstmal noch nichts. Foxy wird ziemlich spät aktiv, da sind wir eigentlich echt entspannt. Grüß dich, Freddy. Hey, hör auf, dich zu bewegen. Bleib bloß weg. Kein Stress, ne? Boah, da war schon wieder Fredbear. Okay, Leute, wir finden nicht so wirklich was. Wir könnten jetzt auch eigentlich einfach in die... Oha, Freddy. Ey, hör auf zu rennen, ich habe mich voll erschreckt. Ich dachte, Foxy kommt angerannt. Ich mache hier mal zu, so. Gar keinen Bock auf Freddy. Vielleicht überleben wir doch einfach eine Nacht. Oder wir gehen gerade mal, weil Freddy wird jetzt garantiert hier reingekrochen kommen. Und hören uns mal an, was Freddy noch so erzählt. Weil Freddy erzählt ja wirklich viele Sachen hier in der Location. Es ist ja wirklich ziemlich interessant, weil Freddy redet mit uns. Komm, Freddy, lass mal was hören. Erzähl mal eine Weisheit. Erzähl mal... Hey, hey, wow, wow, wow. Hey, nein, 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 hör auf. Ey, ich wollte nur, dass du was erzählst, nicht, dass du mich hops nimmst. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Hey, hör bitte auf. Bitte nicht. Freddy, Freddy. Hey, wir sind cool miteinander, dachte ich. Nein, 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 nein. Also Leute, das ist schief gegangen. Ich wollte mir eigentlich nur anhören, was Freddy so zu erzählen hat. Aber Freddy war heute nicht nach Reden zumute.
Vielleicht ist er böse auf mich. Vielleicht ist er böse auf mich, weil ich ihn immer ärgere. Ich weiß nicht genau. Bevor wir jetzt gerade aber eine Nacht überleben, das werden wir safe in der Folge aber noch machen, einfach nochmal eine Nacht überleben, gucken, was passiert, will ich mal kurz noch was mit Fredbear austesten, weil ich habe Videos gesehen von anderen Leuten, wo Fredbear auch in den Gang gekommen ist. In den Schacht, wo Fredbear auch in diesen Schacht reingekrochen ist. Scheinbar kann der auch hier rein. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal ausprobieren. Dafür müssen wir natürlich Fredbear triggern. Und Fredbear zu triggern ist so eine Sache. Wenn wir Fredbear triggern, wird der nämlich... Wow. Also sagen wir einfach, der ist ziemlich übel. Der ist ziemlich schnell und nimmt uns ziemlich schnell hops. Wir müssen ihn also auf lange Distanz triggern und dann schnell in den Schacht rein. Aber ich würde halt gerne mal gucken, ob der wirklich in den Schacht reinkommt, weil ich habe es bei anderen Leuten gesehen. Beziehungsweise ich habe es nicht im Video gesehen, aber ich habe gesehen, wie Fredbear im Schacht war auf einem Bild. Ich will einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert. Also wir warten jetzt einfach mal hier auf sichere Distanz und sobald er aktiv wird, nehmen wir einfach die Beine in die Hand und rennen so schnell wir können. Das ist unser Schlachtplan. Oh, da ist er schon. Er bewegt sich. Ja. Come on, come on. Er ist getriggert. Er ist getriggert, er kommt. Ab in den Schacht. Ab in den Schacht. Er kommt. Kommt er auch rein? Nee, er kommt nicht rein. Okay, er kommt doch nicht in den Schacht. Hat er gerade irgendwas gesagt? Nee, er hat nichts gesagt. Kommt er in den Schacht? Nee, tut er nicht, ne? Okay, Fredbear kann nicht in den Schacht. Fredbear? Oh, da ist er. Moin. Grüß dich. Guck mal. Er sieht uns auch nicht hier drin. Er nimmt uns gar nicht wahr, wenn wir im Schacht sind. Also der Schacht ist im Grunde genommen ein Safe-Spot vor allen Animatronics außer Freddy. Das heißt, nur Freddy kann uns in den Schacht folgen. Alle anderen Animatronics denken sich so, Bruder, wieder in den Schacht kriechen? Gar kein Bock. Das können wir uns also auf jeden Fall zunutze machen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es ziemlich egal. Wir werden jetzt einfach eine Nacht überleben und um eine Nacht zu überleben, einfach im Büro bleiben, zwischendurch die Türen zumachen und pure Entspannung. Pure Entspannung. Wäre natürlich cool gewesen, wenn Fredbear hätte in den Schacht gehen können. Guck mal, da ist schon Freddy. Wie er so um die Ecke geschlichen kommt, dieser ekelhafte. Wäre cool gewesen, wenn er in Schacht auch hätte gehen können, weil es hätte safe ziemlich krass ausgesehen. Aber, dass er nicht rein kann, ist eigentlich nur gut für uns. So geht's uns auf jeden Fall besser, so können wir ein bisschen entspannter uns hier bewegen und müssen eigentlich nur auf Freddy aufpassen. Weil wenn wir gleich hier die Tür zumachen und Freddy im Schacht ist, müssen wir ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Wir chillen jetzt aber mal noch ein bisschen, wir haben schon 2 Uhr nachts, wir haben noch 77% vom Energielevel her, sieht's also gut aus. Wenn Freddy gleich zu nahe ist, machen wir einfach die Türen zu, stellen uns wieder da drüben in die Ecke und beobachten den Schacht und dann können wir ja eine Nacht easy überleben. Haben wir ja schon mal gemacht. Und dann schauen wir einfach mal, ob wirklich dann noch irgendwas passiert, ob wir noch irgendwas freischalten, wenn wir hier öfter eine Nacht überleben. Wäre natürlich ziemlich cool, weil dann haben wir auf jeden Fall noch Sachen hier zu machen. Aber ansonsten bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu tun in Project Fredbear Reboot. Weil ich bin mir nicht sicher, wie wir diesen Bunkereingang finden können. Manche von euch meinten, dass die Endoskelette an bestimmten Punkten spawnen und dass wir uns das doch mal angucken sollen. Aber das wird halt auch gar nicht mal so einfach, diese Punkte zu finden. Aber wir werden uns schon drum kümmern. Vielleicht finden wir noch irgendwas raus. Ansonsten warten wir erstmal auf das nächste Update, falls nichts passiert, wenn wir diese Nacht überlebt haben. Also konzentrieren wir uns erstmal da drauf, Freddy im Auge zu behalten. Bleib bloß weg, Kollege, ne? Komm mir bloß nicht zu nah. Bleib da ruhig bei dem verkorksten Suppenautomaten stehen, wo eh nichts rauskommt, ne? Ich habe keinen Bock auf Stress heute. Es ist schon 3 Uhr, ne? Ich will auch mal Entspannung haben. Brauchst gar nicht so zu gucken. Hey! Hey! Ich hab gesagt, du sollst dich beruhigen. Jetzt reicht's. Jetzt mach ich dir die Tür zu. Spaß ist vorbei. So. Jetzt wird er gleich da durch die Gasse angekrochen kommen. Aber... Ey, ey, ey! Kollege? Nein! Was? Habt ihr es gesehen, dieser Misthund? Ich hab ihn angeguckt und er ist trotzdem einfach näher gekommen, hat uns hops genommen. Was zur Hölle? Eigentlich bewegt er sich doch gar nicht so schnell und so viel, wenn wir ihn angucken. Der hat sich auch gedacht, Bruder, jetzt oder nie, jetzt ist meine Chance. Jetzt mache ich ihn kalt. Das hat er auch gemacht. Scheiße, ey, die Nacht hätten wir im Sack gehabt. Letztes Mal hat das doch auch funktioniert. Wir haben uns letztes Mal einfach hier in die Ecke gestellt und haben da als hingeguckt und Freddy ist im Schacht geblieben, bis die Nacht vorbei war.
Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Also wir machen selbe Taktik wieder, Leute, aber wenn Freddy diesmal wild wird, gehen wir, glaube ich, hinten zum Sicherungskasten und verpassen ihm einfach mal kurz einen Schock. Ich glaube, der braucht das einfach mal. Der wird mir einfach zu frech ansonsten. Das Ding ist halt, ich habe auch das Gefühl, dass Freddy immer zu unterschiedlichen Zeiten aktiv wird, ja? Manchmal wird er ziemlich schnell aktiv, manchmal lässt er sich relativ viel Zeit und entspannt erstmal noch ein bisschen. Und manchmal kommt er wirklich direkt hier runter angeschissen und will mal nach dem Rechten sehen. Er guckt dann auch so um die Ecke nach dem Motto, Bruder, brauchst du noch was? Alles cool im Büro? Ich komm mal ein bisschen näher, ne? Hab keine Angst. Und dann kommt er langsam näher angeschlichen, bis er uns packen kann. Der Sack. Leute, scheiße, Alter. Oh Gott. Ey, da guckt man gerade mal kurz auf sein Handy und denkt sich nichts Böses während der Aufnahme. Während man im Büro wartet, dass die Viecher aktiv werden, zack, wird man einfach vom Endoskelett hops genommen. Junge, ey, ich hab einen Herzinfarkt. Ich glaube, das sah gar nicht so schlimm aus, gerade auf der Cam, das Erschrecken. Aber Junge, das hat reingepfeffert. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, keine Ahnung, wo diese Endoskelette herkommen. Ey, in dieser Location ist so viel los, Leute. Ne? Die Viecher werden einfach random aktiv. Keine Ahnung. Der eine wird um 12 mal aktiv. Manchmal erst um 3. Zwischendurch kommen einfach Endoskelette aus ihren Löchern im Boden gekrochen und beißen dir in den Arsch. Junge, Junge, Junge. Ich will doch nur eine Nacht hier überleben, um zu gucken, ob noch irgendwas passiert. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bleibe hier beim Getränkeautomaten und dem Mülleimer in der Ecke. Vielleicht lassen sie mich hier in Ruhe. Ich hock mich hier hin. Hey, lasst mich bitte. Hey. Schluck Kaffee. Oh. Und sowas am frühen Morgen. Ich bin gerade nämlich ein bisschen am Vorproduzieren, weil ich Donnerstag und Freitag eigentlich keine Zeit habe. Und jetzt guckt ihr die Scheiße an. Nee, ohne Scheiß, Freunde. Es ist wirklich wild, was in der Location hier abgeht. Ich hoffe, wir können jetzt eine Nacht nochmal entspannt überleben. Ohne Scheiß. Ich hock mich jetzt hier wirklich in die Ecke beim Getränkeautomaten und beobachte einfach diese Ecke da drüben. Ne? Bis Freddy kommt. Mehr mache ich jetzt nicht. Falls mich wieder ein Endoskelett hops nehmen will, kommt ruhig alle her. Kriegt alle eine Packung. So Leute, scheinbar geht's jetzt los. Ja? Freddy kommt jetzt langsam hier hinten um die Ecke. Ich werde ihn jetzt einfach im Auge behalten. Konstant. Mal sehen, wie nah er wirklich kommt. Und ansonsten, ey, ich weiß wirklich nicht mehr, als wir diese eine Nacht überlebt haben. Ne? Wir haben ja eine Nacht hier wirklich relativ entspannt überlebt. Sind wir mal ganz ehrlich. Das war entspannt. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem die Animatronics wirklich aggressiver geworden sind. In der einen Nacht konnten wir wirklich hier unten drin... Hey, beruhig dich. Wir konnten wirklich hier unten drinnen chillen, ja, ich habe da in der Ecke gesessen, ich habe ein bisschen hier ins Loch geguckt, da, ne, mit der Taschenlampe reingeleuchtet und die Animatronics haben gar nichts gemacht. Die haben voll gechillt und jetzt mittlerweile, ey, die sind richtig räudig geworden. Deswegen bleibt wirklich die Hoffnung, dass wenn wir jetzt, dass wenn wir noch eine Nacht überleben, dass dann vielleicht nur irgendwas passiert oder die Viecher nochmal einen Gang höher schalten, dann wird das Ganze ja doch noch interessant hier. Also wir werden jetzt auf jeden Fall mal Freddy beobachten, wenn er anfängt zu nah zu kommen. Dann gehen wir gleich rüber zum Strom... Wisst ihr was, wir machen das sofort. Wir gehen jetzt rüber zum Stromkasten, verpassen Freddy einen Schock und dann haben wir erstmal Ruhe. Besser ist das. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Komm, Freddy, komm. Moment, ich muss erst ums Eck gucken. Okay, hier ist sonst niemand. Warte mal. Da ist noch irgendein Animatronic unterwegs. Keine Ahnung wer, aber warte. Okay. Oh, habt ihr das gehört? Lass mich... Alter, ich wollte mich gerade hier reinducken und es hat nicht funktioniert. Fredbear, geh einfach, geh einfach. Geh einfach ums Eck. Okay, habt ihr das gehört? Wir haben Freddy gerade einen Schock verpasst. Gerade als er was gesprochen hat. Und dann hat quasi seine Stimme kurz so gestockt. Hat mega cool geklungen. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Freddy so zu schocken und ihn ein bisschen kalt zu stellen, funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Was nicht so gut ist, ist, dass Fredbear wirklich bis hier runter ins Büro kommt. Das ist nicht so gut. Ich habe eben gedacht, der war hier, weil wir ihn hier runtergebaitet haben, weil wir das mit dem Schacht getestet haben. Aber Fredbear kommt wahrscheinlich, also kommt scheinbar wirklich selber bis hier runtergelaufen. Das ist gar nicht mal so nice, das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, er kann uns wirklich gefährlich werden hier unten, aber man hört ihn kommen. Ja? Der hat so große Klumpfüße, wenn der auftritt, den hörst du ja von 5 Kilometer Entfernung. Was ich mich aber auch... Okay, er steht schon wieder da hinten. Ich wollte gerade sagen, was ich mich auch frage, ist, wie lange wirklich der Schock anhält. Also wie lange wir Freddy wirklich blockieren können, wenn wir ihn bei diesem Sicherungskasten eine verpassen. Aber ihr seht es ja, er kommt jetzt langsam schon wieder näher. Allerdings ist das krass, Leute, weil, wie gesagt, wir haben ja wirklich...
Als wir zum ersten Mal eine Nacht überlebt haben, war Freddy gerade so bis hier im Schacht drin und hat sich dann auch nicht mehr bewegt. Und wir mussten uns gar nicht um ihn kümmern. Jetzt bereitet er uns richtig Probleme. Er greift ja quasi jetzt schon ein zweites Mal an. Oh oh. Hey. Habt ihr das gerade gehört? Ey, hier wurde irgendein Schalter gerade aktiviert. Hier war gerade ein Geräusch, als hätte irgendwer wo drauf gedrückt. Ey, ohne Scheiß. Oder hab nur ich das gehört? Nee. Hä? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, Freunde, ne? Wir haben auch erst 4 Uhr, wir haben noch nicht mal 5. Also ich habe, die Animatronics sind safe aggressiver als beim ersten Durchspielen von dem Spiel. Safe, safe. Hä? Könnt ihr mir gar nicht anders erzählen, dass die hier irgendwie immer noch so entspannt sind wie am Anfang. Die haben richtig Bock. Die wollen uns hops nehmen. Die wollen uns unser Leben nehmen. Deswegen, wir müssen auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass gleich noch irgendwer von hier hinten angeschissen kommt. Hey. Hey. Und wir müssen aufpassen, weil aus dem Gang hier hinten kommt ja auch Foxy raus. Ja, das könnte auch noch zu einem Problem werden, wenn Foxy gleich hier runterkommt und mal um die Ecke schaut, weil Foxy ist scheiße schnell. Das Vieh ist wirklich... Nee, gar keinen Bock. Okay, Freddy kommt langsam näher. Ich werde jetzt nicht nochmal zum Sicherungskasten gehen, vor allem, weil ich dafür an Freddy vorbei müsste. Ich werde gleich einfach die Tür zumachen, wenn er nah genug ist. Dann kommt er halt wieder durch den Schacht. Aber vielleicht reicht das ja. Wir müssen ja nur bis 6 Uhr aushalten. Und das sollten wir ja gleich schon geschafft haben. Wenn wir vorsichtig sind. Freddy! Freddy, hör auf! Hör auf! Ich schwöre dir bei Gott. Ey, ich flank dir gleich die Tank... Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Aber es klang nicht freundlich. Wir haben 5 Uhr nachts. Die Uhr ist gerade umgesprungen. Ich warte auf jeden Fall, bis er direkt vor der Tür ist, bevor ich zumache. Keine Ahnung, warum der so aggro ist. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Bitte werd nicht, komm nicht wieder hier rein. Bitte nicht. Bitte bleib entspannt, ich hab gar keinen Bock auf Stress. Och nö. Nee, hör auf. Lass gut sein. Freddy, bitte. Freddy, nein. Freddy. Das gibt's doch nicht. Hey, ich wollte nur auf ganz entspannter Basis hier eine Nacht überleben und jetzt komm ich hier hin. Guck dir die Scheiße an. Okay, Leute, pass auf, wir machen Folgendes. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen... Hey. Safe, safe. Schreibt mir gern eure Meinung in die Kommentare, aber safe sind die Viecher aggressiver, als sie es noch ganz am Anfang waren, wo wir das Spiel zum ersten Mal gespielt haben. Oder kommt mir das nur so vor? Ich meine, als wir zum ersten Mal hier eine Nacht bis 6 Uhr überlebt haben, war Freddy voll entspannt, Alter. Wir haben hier in der Ecke gechillt und Freddy hat da im Schacht gehockt. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen angeguckt und alles war cool. Alles war cool. Und jetzt ist er richtig räudig. Wir haben ihn sogar zwischendurch geschockt und er hat trotzdem 2-mal angegriffen im Grunde genommen. Also schätze ich mal, dass wenn wir jetzt wirklich nochmal eine Nacht überleben, die Viecher noch eine Spur härter werden. Wird auf jeden Fall alles noch sehr, sehr interessant hier, denke ich. Wir werden auf jeden Fall mal noch eine Nacht hier überleben müssen, um zu gucken, was da noch passiert. Ziemlich sicher werden die Viecher noch räudiger. Bin ich überzeugt von. Vielleicht wird wirklich auch Spring Bonnie noch aktiv. Würde mich nicht wundern. Ich würde aber an der Stelle jetzt erstmal sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge hier von Project Fredbear Reboot wieder. Wir haben genug gemacht für diese Folge. Es reicht, meine Nerven sind strapaziert. Ich hoffe, ihr könnt wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Checkt, wie gesagt, auf jeden Fall Instant Gaming aus für krasse Deals, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.